Die September-Ausgabe der Brand 1, die beschäftigt sich ja mit dem Messen und Vergleichen. Und beim Blick auf die Titelseite denken viele sicher schnell an zwischenmenschliche Beziehungen. Tatsächlich ist Dating ein Feld, in dem unglaublich viel gemessen und verglichen wird. Von den Suchenden, aber natürlich vor allem auch von den Betreibern der Dating-Apps, wie zum Beispiel Tinder, Bumble oder auch Partnervermittlungen wie Parship. Wir tauchen deshalb in dieser Episode einmal etwas tiefer ein in diese Welt, die ein Milliardengeschäft ist und von der es gleichzeitig heißt, dass allein in Deutschland Millionen Leute unter Dating-Burnout leiden. Ich bin Christian Bollert und ich hoffe, unser Podcast ist auch diese Woche ein Match. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Dating-Apps versprechen uns, dass sie uns passende Partner vorschlagen und wir sie schnell wieder löschen können, also die Apps. Dabei ist es besonders lukrativ, wenn Leute lange suchen und die App regelmäßig nutzen, am besten noch die Bezahlfunktion. In der aktuellen Brand 1 hat Sophie Burfeind unter dem Titel »Wo bleibt die Liebe?« einen Rundumschlag gewagt und dafür auch mit Menschen gesprochen, die Dating-Apps ausprobiert und die ihre ganz eigenen Schlüsse daraus gezogen haben. Ulrike Schäffer ist eine der Leute, die in dem Brand 1 Text zu Wort kommen. Sie ist Autorin und Moderatorin und war langjährige politische Korrespondentin. Nach dem Ende ihrer langjährigen Ehe hat sie sich, wie so viele in einer solchen Situation, mit dem Thema Dating beschäftigt und dann schnell einen eigenen, eher ungewöhnlichen Umgang damit entwickelt. Über ihren persönlichen Weg und darüber, was sie mit Dating-Apps und Single-Börsen erlebt hat, hat sie übrigens auch einen Artikel für das christliche Magazin Publikforum geschrieben. Ich freue mich sehr, dass wir im Brand 1 Podcast persönlich über dieses Thema sprechen können und sage herzlich willkommen, Frau Schäffer. Ja, hallo. Am meisten lachen musste ich über Ihre Beschreibung von Tinder. Da heißt es in der Brand 1, Sie hätten vom Algorithmus lauter vor Autos posende Männer in Ihrem Alter vorgeschlagen bekommen. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Phänomen ist. Mir ist das aufgefallen, vielleicht auch, weil ich selber gerade vor 2 Jahren mein Auto abgeschafft habe und nur noch mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und sozusagen auf einem anderen Pfad unterwegs bin. Deshalb fällt mir das allerdings tatsächlich auf, dass viele Männer sich im oder am Auto fotografieren, um sich in den Apps, in ihren Profilen zu präsentieren. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also überhaupt hatte ich so den Eindruck, naja, da geht es dann auch viel um Status. Guck mal, was ich für einen schicken Wagen habe, aber nicht so sehr um die Person selbst. Und das fand ich merkwürdig. Ja, passt irgendwie nicht so richtig in die Zeit, aber offensichtlich scheint es ja noch angesagt zu sein, wenn Sie das alles angezeigt bekommen haben. Ja, das scheint so zu sein, wobei wir dann auch schon so mittendrin sind, was die Leute sozusagen, wie die Leute sich präsentieren. Und da habe ich gerade bei Tinder, also ich war tatsächlich, Sie haben es ja gesagt, bei verschiedenen Apps schon angemeldet. Und bei Tinder fand ich auch, dass es doch teilweise einen deutlich aggressiveren, fast aggressiven Ton gibt. Und gerade bei Männern auch so ein bisschen Frust durchscheint. Also da gab es zum Beispiel, ich habe das nochmal so ein bisschen rausgesucht, gab es zum Beispiel jemanden, Frank 55, der da stand mit Sonnenbrille und verschränkten Armen, nicht sehr offen und auch mit der Sonnenbrille konnte man ihn ja gar nicht so richtig sehen und der dann gleich bei Tinder schreibt, Frauen, die sich zu wichtig nehmen, die sollen mir bitte fernbleiben. Also so ein bisschen so eine Negativkommunikation, wobei ich jetzt natürlich nicht sagen will, alle Männer machen Negativkommunikation, ich mache es gerade selber. Aber Frank. Aber Frank oder so ein anderer Typ, der hat dann gesagt, will ich nicht ewig rumeiern, schrieb der dann. Also wenn es zu einem Match kommt, dann möchte ich gern gleich wissen, ob man sich riechen kann. Und dann möchte ich auch bitte, dass wir uns dann sofort treffen. Wo man sich natürlich fragt, ja okay, dass die Erfolgschancen solcher Profilsprüche sind wahrscheinlich nicht besonders hoch. Aber da hatte ich so das Gefühl, da spricht einfach auch viel Frust durch, weil es sind ja auch offenbar wirklich viel mehr Männer dort angemeldet. Und die Tendenz, das sagen Männer auch immer, die klagen oft, das ist wahrscheinlich so, dass Frauen ja sich zwar gerne chatten, aber sich nicht immer unbedingt treffen wollen. Und da, wenn dann noch einfach viel mehr Männer da sind als Frauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ein Date zu bekommen, ein richtiges Date, natürlich gering. Und das frustriert die Leute, das kann ich natürlich total gut nachvollziehen. Und insofern spiegelt sich das dann aber auch so ein bisschen in den Profilen und in dem Ton halt, wie da miteinander umgegangen wird. Und das hat mich echt abgeschreckt, muss ich sagen.
Ja, und wenn man ihnen so zuhört und auch wenn man anfängt, mal mit Leuten über das Thema Dating-Apps zu sprechen und auch wenn man beispielsweise den Text in der Brand 1 liest, bekommt man so den Eindruck, diese glitzernde Welt ist irgendwie kaputt gegangen. Also würden Sie das aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrung auch bestätigen, so ein Dating-Burnout? Nee, das wiederum gar nicht. Also das, also ich habe eigentlich unter dem Strich eher positive Erfahrungen gemacht, weil ich aber vielleicht auch ein bisschen anders rangehe. Und eben Tinder, da habe ich mich auch sehr schnell wieder abgemeldet, weil mich auch von Anfang an gestört hat, dass man ständig aufgefordert wird, Zahl für dies, Zahl für das. Man hatte ständig das Gefühl, man wird irgendwie sozusagen gemolken und auch vor allen Dingen wird einem auch immer gesagt, so wenn du mehr Sichtbarkeit haben willst, dann musst du jetzt zahlen. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt nicht zahle, dann sieht mich auch keiner. Und wen sehe ich denn dann eigentlich? Also Leute wie Frank oder Thorsten, von denen ich eben berichtet habe. Und das ist eben schon komisch. Man merkt gleich, dieses System ist ja darauf angelegt, Geld zu generieren. Also die wollen ja Geld damit verdienen. Die wollen ja nicht unbedingt, dass sich Leute wirklich verlieben und dann dort aussteigen. Die wollen die Leute bei der Stange halten. Und dann kriegt man, merkt auch selbst durch dieses Swipen, also der eine nach links, der andere nach rechts, das ist alles auch auf sehr schnelles Handeln angelegt und man kommt da so richtig in so einen Rausch oder wenn man zum Beispiel einen Termin hat, man guckt nochmal kurz rein, dann kommt man schon in Schwitzen, weil man denkt, oh, jetzt habe ich erst 10 angeguckt, der 12. ist es vielleicht und jetzt muss ich los. Also ich finde, man gerät da regelrecht in Stress und es ist irgendwie kein angenehmes Gefühl. Es gibt aber eben auch andere Apps, darüber können wir vielleicht ja gleich nochmal sprechen. Aber unterm Strich würde ich trotzdem sagen, jedenfalls gerade auch für Leute in meinem Alter, also 50 plus sagen wir jetzt mal, ich sehe es dann auch immer rational, finde ich Online-Dating natürlich trotzdem eine tolle Sache. Denn wo lerne ich denn im normalen Leben Leute kennen? Ich habe ein Büro, da treffe ich jeden Tag dieselben Kollegen. Ich habe einen festen Freundeskreis. Ich gehe mal ins Sportstudio, da sind aber auch immer dieselben Leute. Also lerne ich doch niemanden oder sehr selten jemanden kennen. Und dann denke ich, selbst wenn unter 100 Profilen in so einem Online-Portal nur einer oder zwei übrig bleiben, jetzt sage ich mal in 2 Monaten, dann sind das doch 2 Leute, mit denen ich vielleicht mich gerne treffen würde. Finde ich, ist das doch deutlich mehr, sind das doch deutlich, deutlich mehr Personen oder Matches, als ich im realen Leben hätte. Weil das wären ja meinetwegen, also übers Jahr gesehen, komme ich dann ja sicher auf 10 Dates. Aber so viele Leute würde ich doch niemals kennenlernen, wenn ich in einen Bus reingehe, wo 100 Leute sitzen. Ja, wenn da überhaupt jemand dabei ist, mit dem ich vielleicht ein Bier trinken möchte, das wäre ja schon ein Wunder. Ja, da müsste man im Supermarkt und im Bus schon ziemlich aktiv sein. Für Sie persönlich ist offenbar so eine klassische Single-Börse dann auch die Lösung gewesen. Genau, also ich wohne in Berlin und hier gibt es so eine Single-Börse, die heißt Berliner Singles. Da zahlt man in einem halben Jahr auf jeden Fall deutlich unter 100 Euro, ich weiß nicht, 70 Euro, 60 Euro, so um den Dreh war das. Das fand ich fair. Und dann gebe ich meine Suchkriterien ein. Also ich erstelle selber ein Profil, ich gebe meine Suchkriterien ein und dann werden mir alle Profile gezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Und ich kann die ja auch dann verändern. Ich kann das Alter der gesuchten Person oder Personen natürlich rauf oder runter setzen, wenn ich das Gefühl habe, oh, da kommt ja jetzt nicht viel, da sind nicht viele Personen in dieser engeren Wahl, dann kann ich das nochmal verändern. Mir werden aber alle Leute gezeigt und ich kann jede Person anschreiben. Das finde ich eben auch wichtig und kann selber auch Kontakt aufnehmen, ich kann selber aktiv werden und ich habe die Kontrolle eigentlich darüber, was passiert. Und das habe ich bei Tinder ganz stark das Gefühl, die haben die Kontrolle, wen ich überhaupt sehe und wer mich überhaupt sieht. Und das fand ich, hat mich gestört und für alles, was für jeden, den ich sehen wollte. Im Grunde hatte ich immer das Gefühl, muss ich erstmal bezahlen, wie an so einem Spielautomaten. Und das fand ich bei dieser klassischen Börse sehr viel besser. Ich habe sehr viel mehr Kontrolle. Der Ton ist auch viel entspannter gewesen. Und was die zum Beispiel auch gemacht haben, da konnten Leute Events einstellen. Die haben dann geschrieben, oh, wir sind 3 Leute schon, wir wollen am Wochenende in Brandenburg wandern gehen. Wer hat Lust mitzukommen? Oder auch mal, wir gehen auf die schöne Party. Das ist hier so eine sehr bekannte Party in Berlin, die regelmäßig stattfindet. Von Radio 1, das darf man ruhig an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Mehr. Genau, der tolle Radiosender hier in Berlin. Und dann schreibt jemand, wer Lust hat, sich uns anzuschließen, wir treffen uns um 10 vorm Eingang. Und das ist natürlich toll. Ich gehe zum Beispiel gerne tanzen. Alleine macht das natürlich nicht so Spaß. Und wenn ich dann weiß, da stehen jetzt 5, 6 Leute, die kenne ich zwar nicht, aber man hat schon mal so einen Andockpunkt, wenn man dann auf der Party ist und kann sich sein Bier holen und hat so eine Gruppe. Man kann sich zwar nicht groß unterhalten auf der Party, aber man ist immerhin nicht alleine und kann auch so einen schönen Abend haben. Und so ist es ja alles viel entspannter, vielleicht mal Kontakte zu knüpfen und nicht auch immer gleich total mit diesem Dating-Hintergrund. Ich muss jetzt einen Mann kennenlernen, in den ich mich verlieben kann.
Das ist überhaupt für mich auch so eine Sache. Also ich persönlich habe mich auch eher habe mich dann eigentlich eher schnell mit Leuten getroffen. Man filtert ja über das Portal doch oder über die Chats auch ein bisschen raus, wer vielleicht in Frage kommt. Und ich finde langes Chatten aber nicht so interessant, weil ich habe das Gefühl, da kann ich niemanden wirklich kennenlernen. Insofern bin ich jemand, der sich eher gern schneller trifft. Und ich hatte immer das Gefühl, so ein Abend ist auch nicht verloren, wenn man jetzt nicht total drauf aus ist, ich muss jetzt die Person finden, in die ich mich verlieben kann. Ich fand es einfach auch immer sehr spannend, mit Menschen, die ja mehr oder weniger in meinem Alter sind, also Männer, die in einer ähnlichen Situation sind, Singles, die Kinder wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen erwachsen geworden, beruflich ist man jetzt so vor der letzten Berufsphase, mich mit solchen Leuten, die eben in einer ähnlichen Situation sind, zu unterhalten, so über deren Perspektiven, wie gehen die so an diese Lebensphase ran, was sind so ihre Träume, das fand ich immer schon interessant und hat meistens auch für einen Abend gereicht, sodass ich selten total enttäuscht nach Hause gegangen bin. Ulrike Schäffer hat wie so viele Menschen nach einer langen Beziehung Erfahrungen mit den Widersprüchen von Dating-Apps und beim Dating selbst gemacht. Wir sprechen mit ihr im Brand1-Podcast noch ein bisschen ausführlicher darüber. Frau Schäffer, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Sie haben dann relativ schnell versucht, mit den Leuten wirklich sich persönlich zu treffen, eben nicht so viel zu chatten. Und Sie, das finde ich auch ganz interessant, sagen, mit zwei oder mehreren Leuten gleichzeitig zu schreiben, was ja in Dating-Apps eigentlich total üblich ist, das hat Sie ein bisschen überfordert und das fanden Sie nicht so gut. Und Sie wollten sich immer erstmal nur auf eine Person einlassen. Ist das schon so ein kleines Geheimnis aus Ihrer persönlichen Sicht? Ja, ich denke schon, weil man merkt auch, ich habe das auch mal, irgendwie bin ich plötzlich reingeraten, dass ich zwei oder ich glaube sogar einmal drei Chats hatte. Ganz ehrlich, man weiß ja gar nicht mehr, wem hat man jetzt was geschrieben und welche Person hat eigentlich über sich was gesagt. Also da kommt man ja, das führt dazu, dass diese Chats auch immer belangloser, beliebiger werden und dann findet man ja gar nicht mehr raus, mit wem man es zu tun hat. Insofern, und das hat mich auch total gestresst. Also ich habe dann irgendwann gedacht, naja, einerseits hat man das Gefühl, der Nächste könnte es sein. Man hat so viel Auswahl. Das verleitet natürlich dazu, dass man denkt, oh, es kommt immer noch was Besseres. Aber es heißt ja andererseits auch, es kommt immer was Neues. Also deshalb kann man sich ja ruhig auch erstmal auf eine Person einlassen. Und selbst wenn man das Gefühl hat, oh, da ist jetzt aber gerade noch jemand, der ganz interessant ist. Ja, nächste Woche ist aber auch wieder einer da, der ganz interessant ist. So war meine Lehre, die ich draus gezogen habe, sodass ich gedacht habe, okay, ich bleibe jetzt mal bei diesem Chat und lass die anderen mal vorbeiziehen auch. Und konzentriere mich auf eine Person und versuche die halt ein bisschen kennenzulernen, besser kennenzulernen und vielleicht auch ein Date auszumachen. Und wenn ich dann merke, okay, das war es dann doch nicht, dann gucke ich halt wieder rein und dann sind ja auch wieder hunderte von Leuten da, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Also da finde ich, muss man sich ja nicht so unter Druck setzen lassen. Das finde ich ganz spannend. Da gibt es in der Brand 1 auch ein schönes Zitat, was bei mir wirklich so hängen geblieben ist. Sie sagen, in meinem Alter hat man keine Zeit mehr zu verlieren, deswegen bin ich es langsam angegangen. Was bedeutet das? Ja, das heißt, dieses schnelle, unverbindliche, das ist ja das, was ich auch zum Beispiel von jüngeren Kolleginnen höre, also meistens eher von Frauen, die darüber klagen, dass eben durch diese Dating-Apps die Beziehungen immer oberflächlicher werden und man immer auf dem Sprung ist, dass die Leute vielleicht kurze Beziehungen anfangen, aber irgendwie, die haben trotzdem die App noch weiterlaufen, die gucken da noch rein und schauen halt, was gibt's sozusagen als Alternativen noch im Angebot und sobald sich da irgendwas bietet, bin ich wieder weg. Also das heißt, das ist sehr beliebig, sehr kurzlebig. So eine Supermarktlogik. Genau, und da denke ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt, aufgrund des Alters würde ich sagen, habe ich jetzt keine Zeit zu vergeuden mit so oberflächlichen Beziehungen oder ja, unverbindlichen Dingen. Also dann möchte ich schon auch Personen, selbst wenn es nicht gleich die Liebe für den Rest des Lebens ist, aber schon Personen, die mir auch was bedeuten und mit denen ich eben auch eine intensive Zeit verbringe und nicht nur diese unverbindlichen Geschichten habe. Und deshalb finde ich langsam angehen, um dann auch eine gute Beziehung zu finden. Ein vielleicht im ersten Moment so ein bisschen absurder Vorschlag von Ihnen ist auch, die Partnerfrage bei den ersten Treffen mal beiseite zu schieben. Also ist ja eigentlich komisch, weil man will ja einen Partner treffen, aber Sie sagen, es kann hilfreich sein, sich da ein bisschen so selber zu betrügen. Ja, genau, weil ich finde, sonst ist man so drauf fixiert. Man ist auch viel nervöser natürlich. Es ist ja auch tatsächlich so, es kostet ja schon Überwindung, sich dann im realen Leben dieser Person zu stellen und man ist aufgeregt. Und ich bin aber immer eher mit dem Gefühl rangegangen, naja, es ist jetzt erstmal eine Person, wie gesagt, die ist in einer ähnlichen Lage wie ich und ich gucke jetzt mal, wie geht die denn eigentlich damit um und
Insofern habe ich versucht, da interessante Gespräche einfach zu führen und die dann eben mir das Gefühl gegeben haben, oh, ich habe ja einen interessanten Abend, einen netten Abend gehabt, ohne gleich zu denken, ja, ist das jetzt der Richtige oder so, weil das kann man ja so schnell auch gar nicht herausfinden. Im Gegenteil finde ich, wenn es gar nicht geht, das merkt man nach 5 Minuten. Insofern sollte man vielleicht Speed-Dating auch nochmal wieder beleben. Um dann auch wieder rauszukommen aus der Nummer. Über was sollte man denn sprechen? Da hätte ich jetzt selber gar nicht so ein Rezept. Ich lasse mich da auch immer so ein bisschen treiben. Jetzt ist es natürlich auch so, ich bin Journalistin, ich bin kommunikativ, ich habe kein Problem, über viele Dinge zu sprechen. Das darf man natürlich nicht sozusagen bei allen Menschen voraussetzen. Insofern habe ich es da vielleicht auch ein bisschen leichter als andere. Aber ich habe zum Beispiel für meinen Text, für meinen Beitrag, den ich für Publik Forum geschrieben habe, habe ich auch mit der Sozialpsychologin Johanna Degen gesprochen, die auch in Brand 1 übrigens zu Wort kommt. Die kommt eigentlich immer zu Wort, wenn es um Dating geht. Auch hier im Podcast übrigens schon zu Gast gewesen. Aber ja, ja bitte. Ah ja, okay. Genau, und das ist auch eine ganz tolle, spannende Frau. Und die rät zum Beispiel, ja, reden Sie jetzt nicht darüber, über Ihre Kinder oder über Ihre, schon gar nicht über den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, sondern sprechen Sie so über Werte. Was haben Sie für Werte? Was haben Sie so für Wertvorstellungen? Wie sehen Sie die Welt? Da passt, merkt man eher, ob man zusammenpasst oder nicht. Weil die anderen Probleme, ob einer noch Kinder hat, die bei ihm wohnen und versorgt werden müssen, solche Dinge kann man dann alle gemeinsam lösen. Nur dafür gibt es immer Möglichkeiten, Kompromisse zu finden, wie man damit umgeht. Aber tatsächlich ist es ja doch so, dass man eigentlich schon vor allem die Werte teilen sollte. Interessant ist auch, Sie haben mit Ihrer persönlichen Taktik, nenne ich das jetzt mal, tatsächlich auch einen Partner gefunden. Würden Sie in der Rückschau irgendwie sagen, das waren die Erfolgsmomente, also vielleicht tatsächlich schnell sich kennenlernen, nur eine Person, auf die man sich konzentriert? Ja, das kann ich natürlich nicht so richtig sagen. Ich meine, ich habe auch sehr negative Erfahrungen gemacht. Ich habe auch jemanden kennengelernt, mit dem eine kurze Beziehung gehabt und war mir relativ sicher, dass das passt. Und dann hat der plötzlich irgendwann nach 3 Monaten mir aus dem Nichts heraus eine WhatsApp geschrieben, er will mich nicht mehr sehen und ich bin eine ganz schreckliche Person, obwohl wir 2 Tage vorher noch einen schönen Abend miteinander verbracht hatten und danach war der nicht mehr zu erreichen. Also dieses berühmte Ghosting, was ja auch sehr häufig vorkommt. Also solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, obwohl ich da auch dachte, ich hätte da mit meiner Taktik, die ich ja jetzt auch gar nicht so bewusst immer anwende, dass ich da sozusagen auch eine tolle Beziehung hatte, das dachte ich jedenfalls. Und dann habe ich eben auch gemerkt, wie verletzend sowas ist. Man denkt ja rational eigentlich, oh Gott, wenn jemand sich so verhält, dann ist das eh nicht wert. Aber das ist trotzdem eine Sache, die geht tief und das zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Da kann ich schon verstehen, dass da viele eben insgesamt auch von dieser Oberflächlichkeit oder dieser Schnelllebigkeit auch enttäuscht sind. Aber ich will jetzt nicht so ganz ablenken von Ihrer Frage. Also bei meinem Partner, den ich kennengelernt habe, also das ist natürlich wie immer auch kompliziert und komplex, wie es immer natürlich ist, wenn 2 Menschen sich treffen. Also wir hatten uns tatsächlich sogar schon im 2. Lockdown kennengelernt, damals unter etwas schwierigen Umständen und dann, weil man ja auch sonst nicht viel zu tun hatte und wir uns in den eigenen 4 Wänden auch sehr fantastisch verstanden haben und sehr viel miteinander anfangen konnten, sind wir auch sehr schnell in eine Beziehung gekommen. Dann aber nach dem Lockdown plötzlich sozusagen in die Welt geworfen, merkten wir eigentlich erst, dass wir so ganz viele gemeinsame Interessen auch nicht haben. Und dann ist es tatsächlich auseinandergegangen. Und er hat immer so ein bisschen den Kontakt gehalten. Das Ganze liegt schon 2,5 Jahre zurück, diese Trennung damals. Und er hat immer so ein bisschen den Kontakt gehalten und hatte dann seit vergangenen Sommer doch sehr stark Kontakt wieder gesucht und auch, ja, nochmal angeknüpft an die frühere Zeit und so weiter. Und so haben wir dann letztlich uns doch wieder getroffen und auch ja der Sache nochmal eine Chance gegeben, indem wir jetzt sehen, dass wir uns doch auch anders wertschätzen als vorher. Insofern war es vielleicht vorher doch auch ein bisschen Schnellschuss. Und mit ein bisschen Abstand hat man erstmal gemerkt, was man an dem anderen hat. Also jetzt der 2. Anlauf seit einigen Monaten und das ist sehr schön. Manchmal sind die komplizierten Dinge doch auch gut. Genau. Und vielleicht ja eben auch Dingen nochmal eine Chance zu geben. Hier im Podcast bei Detektor FM geht's gleich noch ein bisschen weiter. Frau Schäffer, jetzt haben wir lange über Dating-Apps und Single-Börsen und ich sag mal so, wie geht man vor oder was haben Sie so persönlich als subjektive Erfahrung gemacht, gesprochen? Es gibt jedoch ein Paralleluniversum und das sprechen Sie auch an in Ihrem Text. Da scheint die Welt wirklich so ein bisschen stehen geblieben zu sein. Vor allen Dingen auch die Zeit, Kontaktanzeigen in großen Tages- und Wochenzeitungen. Mhm.
Ja, also ich habe selbst die Zeit abonniert und mache mir natürlich immer den Spaß, im Zeitmagazin hinten mir die Kontaktanzeigen anzuschauen. Und da bin ich wirklich erstaunt, wie sehr da noch so alte Muster durchscheinen, dass der eine Frau, die sucht einen Ersatz für ihren verstorbenen Mann, der eine Persönlichkeit im Geschäftsleben war. Man so denkt, oh, die sucht jetzt jemanden, der ihren Status absichert. Da sind die Autos wieder. Genau, da sind schon wieder die Autos. Da sieht man die Leute schon vor sich, wie sie im Cabrio dahin gleiten. Die Frau mit dem Hermes-Kopftuch und der Mann mit dem graumelierten Haar. Ich glaube, so habe ich es auch im Text beschrieben. Wo ich gar nicht gedacht hätte, gerade dass Frauen, die, wenn der Mann ein Geschäftsmann war, denke ich mal, ist die ja auch finanziell gut gestellt, dass die dann das gleiche Modell wieder sucht. Also jetzt Mann, nicht Auto. Hätte ich gar nicht gedacht. Da hätte ich gedacht, dass Frauen dann vielleicht auch ein bisschen mal was experimentierfreudiger sind. Vielleicht einen Mann, der einen ganz anderen Hintergrund hat, kennenlernen wollen. Also dass es dann doch immer wieder auf diese alten Rollenbilder hinausläuft. Oder auch Männer, die ältere Herren, die jetzt so das ganze Leben hart gearbeitet haben, Manager, Ärzte und so weiter, die sagen so, jetzt will ich mal kürzer treten und mein Leben genießen, möglichst mit einer jüngeren, attraktiven Frau. Wo ich dann auch, also das finde ich dann schon erstaunlich, dass das sozusagen immer noch offenbar bei vielen so die Vorstellungen sind. Und ich weiß nicht, wenn es diese Anzeigen immer wieder gibt, wird das ja auch noch offenbar funktionieren. Das finde ich dann schon erstaunlich. Ja, jetzt sind Sie ja selbst, Sie haben es selber gesagt, nicht mehr die ganz Jüngste gewesen, als Sie angefangen haben mit so Online-Dating. Würden Sie so weit gehen und sagen, eigentlich ist Online-Dating für ältere Menschen sogar eine gute Idee? Ja, genau. Ich finde, das ist eine gute Idee, weil wir doch eben mit zunehmendem Alter einfach viel weniger Alltagskontakte haben, weil man viel festere Freundeskreise und hat oder überhaupt die Gruppe der Menschen, die man so im täglichen Leben sieht, die ist eigentlich fest und überschaubar. Und deshalb finde ich, ist es eine tolle Möglichkeit. Und weil man ja auch, manchmal sind es ja auch Leute, die wohnen ein bisschen weiter entfernt. Man kann vielleicht auch mal telefonieren. Man kann erstmal so ein bisschen sich herantasten und sich dann eben treffen. Und ich glaube, dass die Chancen, dann jemanden zu finden, deutlich größer sind. Wobei eine Freundin von mir, das vielleicht auch noch, ne, als ich anfing mit dem Daten, war ich eben tatsächlich schon über 50. Und dann habe ich mit einer Freundin über das Thema gesprochen und gesagt, ja, was macht man jetzt Online-Dating? Und die hat dann gesagt, na, entspann dich mal. Du hast überhaupt keinen Druck. Heutzutage lernen sich die Leute doch noch im Altenheim kennen und die verlieben sich. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, so lange wollte ich jetzt eigentlich nicht warten und habe dann eben gedacht, also dann ist doch wirklich Online-Dating die beste Möglichkeit, erstmal auch zu gucken, wer tummelt sich denn da so und welche Männer sind denn auch Single und ja, was haben die für Vorstellungen? Wir haben in diesem Podcast auch schon so ein bisschen über, naja, Datingmüdigkeit, über die Krise vielleicht von diesen Dating-Apps ja auch gesprochen. Es gibt mittlerweile ja auch neue Portale und so Anbieter, die gezielt Verbindlichkeit schaffen durch Entschleunigung und auch durch den Preis, muss man sagen. Für Matches werden dann beispielsweise echte Restauranttische reserviert, beide zahlen dafür dann irgendwie einen Preis und lernen sich wirklich dann im echten Leben kennen. Wenn man Ihnen jetzt so zugehört hat, würden Sie wahrscheinlich sagen, dass es schon auch ein ganz guter Ansatz sein könnte, oder? Ja, finde ich auf jeden Fall. Also ich finde einfach, sich treffen und sprechen, da lernt man sich am besten kennen. Und vielleicht auch noch ein Tipp, also was ich manchmal gemacht habe, ein Abend kann natürlich ganz schön lang werden, wenn man merkt, oh, das Gespräch, das läuft nicht so richtig, es ist verkrampft und irgendwie findet man sich vielleicht auch nicht so sympathisch. Aus dem Abendtreffen kommt man natürlich ein bisschen schwer raus, weil da ist ja theoretisch noch die Bar, die man auch noch danach aufsuchen könnte und so weiter. Also aus der Nummer kommt man ja nicht so leicht wieder raus. Insofern fand ich auch immer ganz hilfreich, vielleicht sich einfach erstmal nur zum Kaffee oder zu einem Mittagessen zu verabreden, weil dann ist irgendwie auch klar, nach einer Stunde, anderthalb, da hat man den ersten Eindruck und dann kann man aber auch ohne den anderen zu verletzen sagen, so jetzt muss ich los, ich habe jetzt Termine und dann ist man auch erstmal wieder draußen. Aber diese Verbindlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen dieses Persönliche wiederherzustellen, das finde ich total wichtig, weil gerade auch im Internet, natürlich in der virtuellen Welt, die Menschen sich ja alle auch immer perfekter darstellen und man ja immer größere Angst hat, sich überhaupt im wirklichen Leben sozusagen dann zu zeigen, weil über natürlich Instagram, TikTok und so weiter, die Dinge, wie die Menschen sich dort darstellen, das ist ja total perfektionistisch und so sind wir ja im Leben alle gar nicht. Aber das erhöht natürlich die Hürden, sich dann auch im wirklichen Leben zu zeigen und miteinander umzugehen. Also es erdet auch ein bisschen, wenn man mal zusammen Kaffee trinken geht. Ja, finde ich auf jeden Fall.
Und was vielleicht auch für Jüngere, das glaube ich nicht so das Problem, was wir Älteren haben, aber die Jüngeren sind natürlich dadurch, dass sie den ganzen Tag in sozialen Medien unterwegs sind, sind die natürlich vielleicht auch nicht mehr so gewohnt, sich mal den ganzen Abend auf eine Person zu konzentrieren und länger Gespräche zu führen, weil sie eben eher mit Chatten in sozialen Medien, sich Videos teilen und so weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es die für die schwierig ist. Aber natürlich jetzt als ältere Person würde ich natürlich sagen, das ist gut für junge Leute, wenn sie so ein bisschen zurück ins normale Leben kommen. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen mutterhaft. Gibt es irgendwas, was Sie in all den Jahren mit der Beschäftigung mit dem Thema irgendwie am meisten überrascht hat, wo Sie sagen, oh, das hätte ich wirklich nicht gedacht am Anfang? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem, wie gesagt, ich war 50 plus und hatte das Gefühl, ich war schon vor meinem 50. Geburtstag an meinen Geburtstagen oft aufgewacht und habe gedacht, ja, also da war ich noch verheiratet, die Ehe war aber eigentlich schon gescheitert und habe immer gedacht, ja, bald bist du 50 und dann ist es sowieso aus. Dann wirst du sowieso niemanden mehr finden, wenn du vielleicht doch mal dich trennst oder der Mann sich trennt und man getrennte Wege geht. Dann wirst du allein bleiben müssen. Und das ist für mich eine absolute Überraschung, dass gerade auch in meinem Alter, auch als Frau, dass das keinesfalls so ist, dass es dann überhaupt sich niemand mehr für einen interessiert. Also die Männer, natürlich hat man das Vorurteil, Männer suchen ja alle nur Frauen, die 36 höchstens sind oder so. Das ist aber beileibe nicht so. Die Männer wissen auch, dass 36-jährige Frauen auch eher Männer in ihrem Alter suchen. Und insofern fand das war für mich schon auch die sehr positive Überraschung, das Alter wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Ob auch wenn man 80 ist, glaube ich, hat man beim Online-Dating noch die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Egal ob Mann oder Frau. Sagt Ulrike Schäffer im Brand 1 Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Alle bisherigen Episoden des Brand 1 Podcasts könnt ihr direkt auf der Webseite von Detektor FM hören. Zusätzlich gibt es dort auch Hintergrundinformationen, weiterführende Links und noch mehr Kontext zu unseren Gesprächen. Und das angesprochene Gespräch oder besser die Episode mit Johanna Degen, die wir hier auch schon geführt haben im Brand 1 Podcast, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ihr könnt dem Podcast in allen üblichen Podcast-Apps folgen, also zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcast, YouTube Music oder auch bei Spotify. Und wenn ihr uns bei Spotify hört und dort noch nicht folgt, dann klickt doch bitte einfach mal auf den Folgen-Button unter dem Podcast-Cover, denn dann verpasst ihr keine Episode mehr und unterstützt gleichzeitig uns hier bei Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM. Und logischerweise sind wir auch nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Episode. In diesem Sinne, gern bis dahin. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.